Ja, und dann die Jungtiere natürlich, die brauchen ein bisschen einen Schutz, zum Beispiel junge Enten und so weiter. Ich habe riesige Aale, ich züchte Aale in meinen Teichen. Ich füttere sie mit Fleisch von einem Ungeziefer, was wir haben und man sieht später dann. Und ab und zu holen sie sich natürlich auch kleine Enten runter. Die Aale werden bis zu 1,20 Meter lang, also so lang circa. Das sind schon schöne Apparate. Die fressen sogar einen Fuß ab von einer Ente. Und ja, kommt wieder weiter. Ist okay, du hast nicht gesehen, so Fallen gestellt überall. Ja, ja, und wir haben sehr viele Schulklassen, die Universitäten kommen zu uns und da unterrichte ich halt vom Kleinkind an, vom Kindergarten bis rauf. Die Altersrentner kommen auch, wenn sie noch ein bisschen gehen können, kommen sie auch hin und schauen sich diese sogenannte Permakultur an. Es geht noch weiter. Das Interessante hier, die Nationalbank hat das gesponsert, diese Sendung. Und ich bin bekannt für Bekämpfen des Geldsystems und der Banken. Und trotzdem haben sie es gesponsert. Das finde ich irrsinnig lustig. Ja, das sieht man hier, diesen Stechdienst jetzt. Und ich erkläre gerade, wie wir den hergeworden sind. Ich habe 10 Jahre gebraucht, ein System zu finden, dass ich diesen Stechdienst wegkriege, ohne Herbizid. Nämlich auch die Samen, die 50 Jahre lang im Boden frisch bleiben. Ich kriege sie weg in 3 Jahren. Ich habe 10 Jahre lang herumgeforscht. Und so gute Lösung, nur traut sich niemand dran, wirklich, weil es schwere Arbeit bedeutet. Denn wenn man das Programm anfängt, muss man es durchziehen über 3 Jahre. Sonst geht man wieder zurück auf Status Quo, also wieder auf Null. Dann fangen wir wieder an. Funktioniert wunderbar. Muss man den aufbauen? Nein, das wäre unmöglich. Also viele Hektar, ja. Nein, ich habe ein besseres System gefunden. Ich habe einen Artikel, hier ist natürlich alles in Englisch, meine Sachen. Und auch ein Video, das genau zeigt, was du da zu tun hast. Ja. Nein, nicht austragen, das wäre viel zu viel Arbeit. Ich nehme die Fotosynthese weg über Zeit. Und schau das, wieso, kennt sie einen Stechdienst, oder? Ich war gerade schon pflanzt. Aha, ja, das, von dort kommt er ja, ja. Das wurde eingeführt nach Neuseeland vor 100 Jahren, als lebender Zaun, weil es so stark ist, dass nicht einmal ein Ring durch kann. Und bei uns unten ist er explodiert. Wir geben ca. 40 Millionen Dollar pro Jahr aus zur Bekämpfung dieses Stechdienstes. Vom Hubschrauber, vom Flugzeug wird der Herbizid gespritzt. Weil er bei uns unten explodiert, ist ein wunderbares Klima. In Schottland wächst er pro Jahr so viel, bei uns 1,5 Meter. Pro Jahr. Und der Samen spritzt natürlich. Ja, und jetzt zeigen wir ein bisschen die essbare Landschaft. Ah ja, hier komme ich schon mit diesen Ungeziefer, das sind Opossums, ein wunderbarer Pelztierart, die wurde eingeführt von Australien vor 100 Jahren. Man hat 100 Stück reingeholt, um eine Pelzindustrie aufzubauen. Heute haben wir 70 Millionen und das größte Problem überhaupt in Neuseeland sind diese Opossum. Ich habe schon über 7000 geschossen und gefangen mit der Fahle. Ich verwende diese Körper, um meine Hunde zu füttern, die Katz. Manchmal geht es an die Schweine, da muss man kochen. Und dann der Rest wird zusammen gehackt fein und an die Aale verfüttert. Und die Aale dann wachsen recht schnell und die werden dann geräuchert und gegessen. Also ein Ungeziefer wird umgewandelt in eine Ressource. Funktioniert sehr gut, aber natürlich in Neuseeland eine Katastrophe. Die fressen unsere Wälder kahl. Und wenn man sie nicht, fast jede Nacht muss ich raus. Nein, nicht jede Nacht, aber 3-4 Mal pro Woche in der Nacht um 2 Uhr muss ich Possum schießen gehen, ansonsten habe ich nichts mehr zu essen. Dann kommen natürlich Tierschützer zu mir und Buddhisten und sagen, dein Karma möchte ich nicht haben. Komm zu den Possum zurück. Okay. Aber es gibt keinen Weg vorbei. Gell? Also ich habe eine Nachbarin gehabt, eine Inderin, die hat mit den Devas der Possum geredet, 2 Monate lang. Dann hat es nicht lange gedauert, kam sie zu mir, sagt sie, bitte kannst du schießen für mich. Die Devas haben mir nicht richtig zugehört, scheinbar. Sie hat alles verloren. Und dann habe ich halt mitgeschossen mit Possum auch. Und danach. Das sind Nachttiere, wunderschöne Tiere. Die Tiere kennen nichts dafür. Der Mensch hat einfach hier eingegriffen und
Schlachten ging schief. Das, ich würde gar nicht sagen, ging schief. Mit dieses Fell jetzt, oder die Haare, werden jetzt abgezupft, wenn es frisch ist, frisch geschossen oder gefangen. Man nimmt die Haare vom Rücken runter, wird vermischt mit Merino-Schafwolle, feinste Faser überhaupt, die beiden Fasern zusammen. Die teuersten Anzüge der Welt sind diese Fasern. Trägt sich wunderbar und so schön warm, weil die Haare nämlich hohl sind, eine Hohlfaser. Ganz fantastisch isoliert. Ja. Ja, das haben sie dann eh nicht gezeigt, was sie da jetzt machen, weil das ging ja ins Fernsehen. Über 1 Million Menschen haben den Film gesehen. Wir mussten das Telefon rausreißen aus dem Stecker für Tage. Das hat fast Tag und Nacht geläutet, nach dem Film. Aber das hat eine ganz schöne Sensation gemacht. Also, wir sind ja nur Giftbauern und 0,4% Biobauern in Neuseeland. Wäre das prädestinierteste Land für Bio, weil wir total sauber sind, keine Verschmutzung, keine Schwerindustrie. Aber was machen wir, um zu überleben? Wir vergiften alles und schicken es in die ganze Welt. Weil der Konsument will einen perfekten Kiwi, perfekten Apfel haben, perfekte Kiwifrucht und natürlich das beste Fleisch. Und da sind wir halt gut drauf. Wir sind am weitesten weg vom Markt, haben aber eine Produktion, die unschlagbar ist. Nämlich, wir geben sehr wenig Energie rein. Die Tiere sind immer im Freien draus und wir kriegen die Energie von der Sonne, geht ins Gras rein, das Tier frisst das Gras und Fleisch ist Gras. Fleisch, ja. Schmeckt ganz anders. Da ist keine genetisch veränderte Sojabohne drinnen oder kein Fischmehl oder tote Schafe, wie die Europäer das machen mit BSE damals. Ja. Schon fürchterlich, was hier gemacht wird. Das ist unser Vorteil. Der Fischler war jetzt gerade wieder bei uns und hat gesagt, das ist die Zukunft, wie wir produzieren. Aber natürlich, wie wollen wir es denn hier machen? Kann man das nicht vorstellen, dass Europa nachhaltig arbeiten kann. Glaube ich nicht. Selber war nicht unbedingt, was der Fischler sagt, weil er 4 Jahre BSE verschwiegen. Ja genau, er hat ja 180 Grad sich umgedreht. Er wurde mit Tomaten beschmissen bei uns unten, wie er als Kommissär kam, vorher. Und jetzt ist er der Freund, auf jeder Radiostation hat er geredet. Ah, aber komplett umgedreht. Also ich habe richtige Abscheu vor so einen Leuten, obwohl er jetzt gut daher redet. Und er redet etwas geklungen wie ich, erst wie ein Grüner und dann was weiß ich was. Ja, okay, hier sieht man dann halt, ich habe die Teiche, da füttere ich dann das Fleisch rein und da sind alle drin und da gebe ich eine Reuse rein und dann suchen wir halt die Größen raus und die werden dann geräuchert. Wir versuchen halt Selbstversorger zu werden und nur mehr sauberes Essen zu essen, nicht mehr raus aus dem Supermarkt. Natürlich viele die Leute, die bei uns essen, die sagen, das ist ein Traum. So essen. Ich habe jetzt einen bei mir gehabt, ein Jahr lang, er kommt morgen wieder, der Christoph. Er hat gesagt, sein ganzes Leben als Koch, ja, hat er noch nie solche Qualitätsingredienzen, wie sagt man da? Inhaltsstoffe, also für sein Essen gehabt, ja. Zutaten, wie man sagt. Ja, man sieht da nicht viel, gell. Der Räuchere, die Räucherkammer ist ein altes Ölfass, das ist schon 20 Jahre dort. Funktioniert so gut, dass meine Nachbarn mit ihren Fisch kommen zum Räuchern. Hat mir nichts gekostet, nur Abfall. Abfall vom Misthaufen funktioniert so gut. Das ist auch die Permakultur, dass wir Sachen wiederverwerten, was anders draus machen, die größten Sachen von Wegwerfprodukten. Und das ist, glaube ich, schon ein gutes Beispiel, weil der ganze Planet, die ganze Erde ist jetzt bedeckt mit Müll. Wir wissen nicht mehr, was machen damit. Ein einziger Müllhaufen. Ich will nicht mehr reisen. Ja. Ich sehe nur mehr Probleme und Müll. Und da machen wir halt auch, setzen wir Beispiele, dass wir aus Müll ganz wertvolle Sachen noch machen.